Ich habe keine Tröte, deswegen muss ich das so machen. Ich fühle mich ganz schön alt, Fritz. Nicht nur du. 100 Jahre Sumo-Garage. Genau. Warum lachst du da jetzt? Nein. Ich bin da schon stolz drauf auf 100 Jahre Sumo-Garage. Ach nee, war ja nur eins. Haben wir uns vertan. Hast es mit der anderen Firma durcheinander gebracht. Ja, ein Jahr Sumo-Garage. War vor kurzem. Mit Autokorso. Hoffentlich hat man das gehört. Am Anfang März, am 4. März, um genau zu sein, haben wir es veröffentlicht. Deswegen könnte man das quasi als Geburtstag nehmen, würde ich sagen. Ja. Die Unterlagen waren schon früher fertig, also offiziell eigentlich ab Februar. Aber 4. März ist ein gutes Datum, denke ich. Mhm. Ich habe es keinem weiter so auf die Nase gebunden, dass, ey, Sumo-Garage ein Jahr oder so. Deswegen habe ich auch nichts erwartet, aber auf einmal kam hier ein Paket reingeflattert von Hafen-Tobi. Mit Brief. Aber nicht von seiner Firma, sondern von privat. Und zwar hat er uns in seinem 3D-Drucker das gebastelt. Zum Geburtstag quasi. Cool. Ich war total sprachlos. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Also wegen gerührt, ne? Nicht, weil es so hässlich ist oder so. Nein, ist es nicht. Ich fand die Aktion auch mega geil. Ja. Nicht nur, dass er uns was gebastelt hat, sondern einfach, dass er sich auch daran erinnert hat. Ja. Geschrieben hat er, Sumo-Garage wird eins, lieber Paul. Seit einem Jahr schlägst du dich nun schon tapfer auf eigenen Beinen durch die große Welt des Autoexports. Die eine oder andere Hürde hast du dabei überwunden. Und leider kommen auch noch weitere Hürden, die sich dir gerade in der jetzigen Zeit in den Weg stellen. Und auch. Trotz allem bleibst du weiter am Ball. Um dein Einjähriges zu feiern, bin ich ein wenig kreativ geworden und habe dir etwas gebastelt. Mit diesem kleinen Unikat möchte ich dir alles Gute zu deinem Firmenjubiläum gratulieren und dir viele weitere erfolgreiche Jahre wünschen. Der Hafen-Tobi. Mit Anker. Ja, was soll ich sagen? Also als ich das bekommen habe, ich war sprachlos. Also ich habe natürlich direkt geantwortet, was ist direkt, ich brauchte erstmal 5 Minuten. Aber ich bin total gerührt und freue mich sehr darüber und das unterstreicht eigentlich nur zusätzlich unsere Zusammenarbeit, denke ich. Also auf Tobi lasse ich nichts kommen. Weil nicht nur, dass er uns schon einmal öfters irgendwo Verschiffung klar gemacht hat, seinen quasi Status als große Firma ausgespielt hat. Ja. Nur um uns kleine Puppel da noch irgendwie zwischenzuschieben. Und er macht und tut auch so, als wir diese ganzen Parts rausschicken mussten, hat er sich auch gekümmert und ja, auch so kümmert er sich um die Kunden. Jetzt gerade aktuell gibt es ja doch den einen oder anderen, der uns nicht vertrauen möchte. Nenne ich es jetzt einfach mal so, vertrauen möchte und denkt, dass wir die Leute verarschen, dass wir die Autos nicht rausschicken oder sowas. Und da klärt Tobi dann auch nochmal von der deutschen Seite quasi auf, dass es wirklich so ist, dass die Häfen voll sind. Dann gibt es kaum Container, immer noch. Dann kommt ja jetzt das Thema Krieg dazu, wo ich gehofft habe, hey, wenn keiner mehr nach Russland verschifft, dann können wir hier die Schiffe haben. Aber da hat Tobi schon gesagt, er glaubt wohl nicht dran, dass das passiert. Mhm. Ja. Ich war auch erst so, hey, das ist Hoffnung so, Hoffnungsschau ist so. Und dann kommt Tobi und macht diesen hier. Nee, ist ja richtig. Zerstöre aller Hoffnungen. Alter. Ja, was soll ich sagen? Ein Jahr. Ich muss erstmal aus meiner Tasse trinken. Auf die ich total neidisch bin. Sie hat mir meine Tante geschenkt. Gute Tante. Ja, die hat übrigens auch gratuliert zum Einjährigen. Also, Familie war da. Also, Höferstedt und Hildesheim. Du weißt, von wem ich spreche. Mhm. Und das war's dann auch schon. Und Tobi, du hast uns nicht gratuliert. Wer du Schwein! Bin ich nicht irgendwie dabei? Ich habe mir auch selbst gratuliert. Ah. Ich habe hier gesessen, habe
diesen hier gemacht. Fritz Paul, ich gratuliere euch ganz herzlich zum einjährigen Bestehen. Das ist Bestehen. Zu spät. Nachträglich. Und wir müssen das mal hier hinstellen, das sieht ja gar keiner. Ja, also was nochmal zum Thema, was heißt nochmal, zurück zum Thema, besser gesagt. Ich habe nicht erwartet, dass es so gut startet, muss ich zugeben. Natürlich haben wir den durch ehemals Autopoint ein recht großes Sprungbrett gehabt, das darf man natürlich nicht vergessen. Aber dennoch habe ich nicht erwartet, dass es so gut anläuft. Wir sind jetzt schon bei über 100 verkauften Autos innerhalb von einem Jahr. Verwirrt sein. Ist recht ansehnlich, würde ich sagen. In einem Jahr. Also ich hoffe, wir können auch anknüpfen. Das ist auch eigentlich die einzige Erwartung, die ich auf das, also an das nächste Jahr jetzt habe, dass wir einfach anknüpfen. Aktuell heißt es ja mehr überleben als leben. Ja. Durch diese Verschiffungssituation und dass der Transport zu teuer ist und heißt nicht, dass wir jetzt am Hungertuch nagen. Es geht einfach um die ganze Exportsituation an sich, dass es natürlich mehr Autos sein könnten, aber viele sich wahrscheinlich nicht trauen wegen der Verschiffung. Dann kommen jetzt diese dubiosen Spritpreise dazu, die in Deutschland herrschen, aufgrund der Rumschubserei zwischen Russland und Ukraine. Darauf möchte ich aber auch gar nicht weiter eingehen, davon lesen wir alle viel zu viel und genug die letzten Tage. Deswegen hoffe ich einfach nur, dass wir dieses Jahr anknüpfen können und unser Ding hier weiter durchziehen können. Natürlich brauchen wir euch dazu, dafür. Im Sinne von, nicht nur, dass ich jetzt sage, hey los, alle die hier das Video gucken, kauft ein Auto, wäre natürlich geil. Aber ich meine auch Support im Sinne von Mundpropaganda, Werbung machen, da kommen Pakete. Ein paar Sekunden später. Guck mal, Amazon hat uns auch was zum Einjährigen geschenkt. Das ist allerdings privat, ne, kümmere ich mich. Das sind Getränke. Ah. Wenn ich das jetzt aufmache und zeige, gibt es mindestens ein oder zwei Kommentare, dass ich mich viel zu ungesund ernähre. Meine Office-Hände. Ach du Scheiße. Ja. Ach ja, das habe ich völlig vergessen. Ich will beim Schrank weitermachen. Ah. Autohandel. Cool. Dubioser Autohandel mit Fähnchen. Würde man in Deutschland sagen, aber hier ganz normaler, offener, gebrauchter Handel. Ja, damit das nochmal endlich vorwärts geht, habe ich das nächste Ding bestellt. Das werden wir nochmal fertig zeigen, dann denke ich. Ja. Das war's auch schon. Ja, also du kennst die Getränkesituation in Japan. Nur zu es gut. Macht einfach wirklich mehr Sinn, das direkt zu bestellen. Und weißt du was, ich habe im Kombini, ich habe verglichen und hochgerechnet, ich habe 2000 Yen gespart. Das ist also so viel spart man normalerweise bei Getränken nicht, aber das ist schon echt krass. Das ist richtig. Weil du zahlst pro Dose 500 Yen. Das sind ja diese großen, diese 470, ja, ja. 473, Verzeihung. Und das hier hat jetzt 3500 Yen gekostet. Das ist günstig. Es wären jetzt 4 Dosen gewesen. Richtig. 5. Da sind aber nochmal 7 Dosen dran. Ja, Mathe und so, ne? Ey, das kommt aus der Schweiz. Manufactured at Rauch Trading AG, Adresse Espenstraße 127, ach ja, das kommt ja aus der Schweiz. Aber das ist direkt von da kommt? Wahrscheinlich nicht. Weil 4G63, Steuer ZRW26, 6,5 Stunden später. Wankelmotor, oberes Bergpass, Essigsocken. 3 Tage später. Impfung Schweiz Garage, hat mir mal vor, das war noch zu Autopoint-Zeiten tatsächlich, den kenne ich ja schon, wir hatten den ersten Deal so im fast letzten Jahr von Autopoint, nee, warte mal, letztes, ich glaube schon länger, ist ja auch egal, auf jeden Fall, ja, das ist glaube ich sogar länger schon, hat er mir seit Tag 1 oder Jahr 1, besser gesagt,
hat er mir versprochen, dass er mir Rockstar zusenden wird. Weil es gibt ja kein Rockstar Energy. Daraufhin habe ich ihm ein Paket Boss-Kaffeedosen geschickt, weil er unbedingt Boss-Kaffee haben wollte. Und ich habe mir sogar die Mühe gemacht und verschiedene Sorten besorgt. Gut, alles aus einem Automaten, aber. Aber ich habe es abgeschickt. Und ich warte seit 3 oder 4 Jahren auf diese scheiß Rockstar-Dosen. Er hatte sogar welche besorgt, tatsächlich. Die sind sogar mittlerweile abgelaufen. Das musst du erstmal schaffen, Rockstar ablaufen zu lassen. Das ist wahr. Ja. Deswegen muss ich mich halt mit Red Bull versorgen. Weil das kann man hier kaufen. Und jetzt auch günstig. Ja, das ist wirklich so ein kleines Laster von mir, dieses Zeug, ne? Ja, schon immer gewesen. Ja, tatsächlich. Gut, egal. Also Amazon hat uns beschenkt mit ungesunden Getränken. In dem Fall fette Saufen ungesundes. Darauf komme ich jetzt auch. Es sind 3 Care-Pakete unterwegs, Fritz. Das heißt, das, was wir letztes Mal angesprochen haben, Fette fressen ungesundes, wird dann auch wieder kommen in diesem Jahr. Und es hat jemand in den Kommentaren geschrieben, wir sollen doch mal so japanische Snacks kaufen und Fette fressen ungesundes machen damit. Hm. Und ich habe mir überlegt, das können wir wirklich mal machen. Das ist eine coole Idee. Gulig. Eine coole Idee und du wolltest doch schon immer Natto probieren. Bäh. Das können wir denn in dem Zusammenhang auch machen, denke ich. Du hast gesagt, du willst es probieren, jetzt ziehst du es auch durch. Ja, live vor der Kamera. Da kommt der nächste. Noch mehr Pakete. Das war die Post. Das war leider nur Briefe, nichts für Pogo. Nichts für Pogo, Eberhardo. Thema Autopoint wollte ich noch ansprechen. Ja. Es hat jetzt nur ein Jahr gedauert, seitdem wir gegen die kämpfen, aber der Letzte hat sich jetzt bei mir gemeldet, vorletzte, Verzeihung, dass er über den Anwalt von Patrick, der mit dem Game X7. Der da. Genau. Genau, der da. Der sein Geld komplett zurückbekommen hat. Fantastisch. Also das erledigt jetzt ist nur noch der Mark Tru da drüben. Da hatte mich dieser eine Trottel da drüben aber auch schon angeschrieben, dass ob wir den verschiffen würden. Ich sag, du, kein Problem. Gebt uns die Papiere, dass wir den ummelden können auf uns, dann kümmere ich mich mit dem Kunden um alles weitere. Weil eigentlich wollte der ja auch nach Japan kommen und das Ding fahren. Ja. Dass wir ihm ja immer noch anbieten könnten. Dann habe ich gesagt, die sollen uns dann das Verschiffungsgeld schicken. Das wollen sie natürlich nicht. Sie wollen natürlich das Geld behalten, aber sie haben uns im Austausch die alte APF-Vanette noch angeboten. Naja, was soll ich sagen, wenn wir dafür das Auto kriegen und der Kunde hat dann sein Auto wieder, müssen wir halt mal einen sauren Apfel beißen. So, vereinlassen habe ich mir gedacht. Wie gesagt, getan. Wir schrieben, okay, let's do it. Das war vor 2 Wochen. Seitdem kommt nichts mehr. Mal wieder. Funkstille. Es ist furchtbar. Also, wir kriegen den Marktool aber noch raus. Vielleicht wurde derjenige ja mal wieder entlassen. Wer weiß. Ja, das ist ja mittlerweile nur schon Team Nummer 4 da drüben. Innerhalb von einem Jahr. Oder 5 sogar? Ich weiß es nicht. 4 oder 5. Auf jeden Fall ist es über diese magische Zahl 3. Da war ja was, ne? Ja, genau. Ich habe mir hier irgendwas aufgeschrieben, was ich sagen wollte. Ach nee, das hatten wir schon. Okay, ich kann es doch wieder lesen. Gut, das war das, was ich ansprechen wollte. Allgemein bin ich sehr dankbar dafür, dass es so gut läuft. Und dass wir auch eine recht gute Community aufgebaut haben. Sie ist natürlich nicht groß, keine Frage. Aber wir haben auf jeden Fall unsere Stammhampelmänner, die bei jedem Video am Start sind und noch kommentieren und ich freue mich immer darüber, wenn ich die Namen halt lese, weil ja, man liest sie halt immer und ja, es fühlt sich halt irgendwie doch wie Familie so ein bisschen an, ne? Es ist schon lustig. Das ist wahrscheinlich das, was diese Streamer-Leute immer meinen, wenn die da so ihre Stammbelegschaft haben und dann das immer wieder, dass die immer wieder da sind, man baut da irgendwie so eine Bindung mit auf. Das ist schon witzig. Also das kann ich bestätigen, das ist wirklich so. Ein Jahr ist geschafft, gehen wir ins zweite. Ich habe gehört, du hast diese Woche noch einen interessanten Trip. Ja, den habe ich. Worüber wir das nächste Video machen werden. Fritz ist wieder mal alleine auf Reisen. Nicht Hiroshima, diesmal Osaka, um das mal anzuspoilern. Genau. Und von mir soll es damit dann auch erstmal gewesen sein. Wie gesagt, ein Jahr Zoom-Garage. Danke Tobi. Danke an alle, die uns unterstützt haben. An alle Käufer. An alle wiederkehrenden Käufer haben wir auch einige mittlerweile sogar schon.
Hoffen wir einfach mal, dass die Verschwörung dieses Jahr wieder normale Maße annimmt und dann denke ich, können wir sogar noch mehr erreichen, als wir erreicht haben im ersten Jahr. Ja. Das waren gute Schlussworte, denke ich. Das denke ich auch. Also, liken, teilen, abonnieren, Red Bull saufen. Bis zum nächsten Mal, euer Sumo-Ziel.